Ein eigenes Heim, Ziel und Aufgabe zugleich. Eine Anschaffung buchstäblich fürs Leben, aber auch eine, die gut durchdacht sein will bei diesen Summen. Ja. 1931 gründete Maurermeister Heinz von Heiden sein Bauunternehmen. Inzwischen hat sich das Unternehmen auf Häuser aus der Systemarchitektur spezialisiert. Massiv, individuell und dabei kostengünstig. Aber gilt das nur für Neubaugebiete oder auch für den immer enger werdenden urbanen Raum? Das schauen wir uns an. Wie hat man sich das vorzustellen? Ich möchte ein Haus bauen, bin hier mit Ihnen und dann suche ich mir die Einzelteile zusammen, um da ein großes Ganzes draus zu machen? Ich frage die Kunden immer zuerst, haben Sie ein Grundstück? Wie sind Ihre Lebensverhältnisse? Für wie viele Personen ist es geplant? Und wo so die Wünsche sind? Und dann versuche ich, wenn ein Grundstück vorhanden ist, diese Wünsche der Kunden auf diesem Grundstück zu realisieren. Individuell und günstig. Wie passt das zusammen? Insofern passt das gut zusammen, weil wir wie ein Automobilhersteller ticken. Wir haben eine Plattformtechnologie, von der wir ausgehen in einer Basisvariante. Und diese Basisvariante kann dann wie beim Automobilbau bis zum Sportwagen konfiguriert werden. So auch im Einfamilienhausbau. Und insofern passt das ganz gut zusammen. Wie funktioniert das dann? Also wie habe ich mir das vorzustellen? Plattform ist das eine. Und was passiert dann? Ja, bei uns als klassischer Massivhaushersteller, wo das Produkt beim Kunden auf der Baustelle entsteht, haben wir keine vorgefertigten Wände, sondern wir bauen Stein auf Stein. Unsere Plattformen sind planerisch. Wir haben planerische Grundlagen, Hausreihen entwickelt und dazu wieder planerische Module, die wir auf Basis unserer Erfahrungen, die wir nun seit fast 90 Jahren haben und fast 50.000 gebaute Häuser, wissen wir einfach, was viele Menschen sich wünschen. Diese Planung haben wir analysiert, auch ein Stück weit vorweggenommen und diese bieten wir unserem Kunden an, sodass er immer eine Basisvariante nehmen kann und dann auch modular aufstocken kann. Ich komme zu Ihnen, will ein Haus, gucke natürlich auf Äußerlichkeiten, aber was steckt drin, was ist im Haus, was ich sozusagen gar nicht beeinflussen kann, was zum Standard gehört? Alle unsere Häuser verfügen über eine Fußbodenheizung, die natürlich sehr komfortabel ist für den Nutzer. Oder auch eine Lüftungsanlage, die unmerklich dafür sorgt, dass ausreichend frische Luft in das Haus bekommt. Das ist schon Standard und serienmäßig und damit hat der Kunde schon eine solide Basis für sein Haus, in dem er auch dann sorgenfrei wohnen und leben kann. Wie autark kann ich mich mit meinem Haus machen? Also ich kann erstmal ganz viel dafür tun, dass das Haus weniger Energie verliert. Also den Energieverbrauch zu senken, das ist schon mal eine gute Basis. Und das, was dann noch bleibt, das kann ich zum Beispiel durch den Einbau einer Photovoltaikanlage in Kombination mit einem Stromspeicher dann so effektiv gestalten, dass ich 70-80% der erzeugten Energie selber nutzen kann, des erzeugten Stroms. Und den Rest womöglich über Ökostrom noch abdecke. Mit welchen Augen schauen Sie auf das Haus und gucken, ob wirklich alles aus Ihrer Sicht perfekt ist? Also das Hauptaugenmerk für den Bauleiter ist sicherlich die Wärmedämmung, also die Gebäudeisolierung außen und der Feuchteschutz. Was man hier unten sieht, ist im Prinzip der aufgetragene Feuchteschutz im Sockelbereich. Das kontrolliert jeder Bauleiter, weil wenn das Gebäude einen Wasserschaden bekommt, haben wir natürlich mit dem Endverbraucher Probleme, die wir gar nicht haben wollen. Also Feuchteschutz und Wärmeschutz ist das, was von außen natürlich zu kontrollieren ist. Was ist das für ein Gefühl, wenn man das Haus übergibt? Also was wir hier vielleicht noch sehen werden, ist im Prinzip die verpackte Haustür. Und bei der Hausübergabe gibt es eigentlich die Zeremonie des Auspackens der Haustür und des Einbauen des Bauschlosses. Und da freuen sich manche Bauern die ganze Zeit drauf, dass endlich ihre schöne Haustür ausgepackt wird und dann der Schlüssel übergeben wird. Dazu gibt es noch ein Präsent von Heinz von Heiden an die Endkunden. Und dann ist das eigentlich ein schöner Abschluss des Baugeschehens. Was macht einen verlässlichen Kundenbetreuer aus? Kundenbetreuung heißt im Großen ja für den Kunden oder Bauherren Ansprechpartner in der gesamten Bauphase zu sein. Ein offenes Ohr zu haben für alle Probleme und eigentlich immer da zu sein, das ist die Kundenbetreuung. Was macht denn am Ende ein Haus zu einem Smart Home? Hier geht es nicht einfach nur um die Beleuchtungssteuerung oder Sprachbefehle zu übertragen.
In der Zukunft wird es noch entscheidend darauf ankommen, die Vernetzung der Heizungssysteme zum Beispiel so zu optimieren, dass der Energieverbrauch noch weiter verringert werden kann. Da sind locker 10-15% an Energieersparnis drin und der Kunde bekommt nebenbei noch einen Mehrwert in Form von Bedienkomfort. Aber auch Sicherungssysteme wie eine intelligente Innenraumüberwachung zum Beispiel werden noch viel mehr in den Fokus rücken und das ist auch eine zukunftsfähige Technik, die auch eine sehr hohe Akzeptanz finden wird. Die Verlässlichkeit, dass der Bauherr von Anfang an ein gutes Gefühl hat, das geben die Vertriebspartner, die wir draußen haben, sowie aber auch unsere Mitarbeiter, den Kunden. Und das zeichnet sich besonders dadurch aus, dass viele Vertriebspartner schon seit Jahrzehnten für uns tätig sind, teilweise schon in der zweiten Generation. Und ebenso aber auch unsere Mitarbeiter. Wir haben dieses Jahr Jubiläen gefeiert von 25, 30 Jahren. Und ich glaube, das macht es am Ende des Tages aus, dass auch viele Kunden zu uns wiederkommen und sagen, ich habe vor 20 Jahren gebaut und meine Kinder sind jetzt soweit. Das war damals ein guter Bau mit euch. Wir bauen wieder mit euch und zwar diesmal mit den Kindern.